Die Fenster sind schmutzig und ich kann draußen nicht sehen. Weder Nebel, noch Rauch, noch Feuer. Die schmutzigen Fenster sind also ein Schutz. Sie verstecken und verdecken die Hölle da draußen. Die Hölle, die ich nicht sehen will, die Hölle, die ich nicht hören will. Die Hölle, die ich nicht wahrhaben will, von der ich sage, dass sie nicht existiert, die ich mich weigere zu sehen, die ich leugne. Und doch, da draußen bist du. Und was bin ich ohne dich? Ich bin ein Nichts, das sich hinter schmutzigen Fenstern versteckt. Ich bin ein Wesen, das sich nicht aus seinem Unterschlupf traut. Vielleicht. Vielleicht was? Was passiert mir, wenn ich es wage? Was soll dir schon passieren, verdammt? Geh. Geh raus. Wag es. Was auch passiert. Was auch passiert, es ist besser, als hier zu bleiben, wo du bist. Lebendig begraben. Ich bin nicht begraben. Nur versteckt. Und wovor versteckst du dich? Wovor hast du Angst? Das, wovor ich mich verstecke, ist nicht das, wovor ich Angst habe. Sag schon. Ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst. Wovor hast du Angst? Wovor ich Angst habe? Verdammt, ich weiß es nicht. Ich habe vor allem Angst. Ich habe Angst vor meinem eigenen Schatten. Aber ich bin doch dein Schatten. Dann hast du Angst vor mir. Ja, vor dir. Warum? Was sollte ich dir denn tun? Du führst mich dahin, wo ich nicht hin will. Wohin denn? In den Untergang. Überschätzt du nicht meine Fähigkeiten? Nein, aber vielleicht... Vielleicht was? Vielleicht unterschätze ich meine eigenen. So ist es gut. Jetzt kommen wir der Sache schon näher. Du Kleinkind. Was hast du gesagt? Kleinkind. Ich? Du, die du selbst vor deinem eigenen Schatten Angst hast. Ich habe keine Angst vor dir. Na sowas? Sind wir erwachsen geworden? Ich habe keine Angst vor dir. Dann steh auf. Um wohin zu gehen? Geheim. Steh auf. Komm, habe ich gesagt, steh auf. Ich gehe nirgendwo hin. Warum nicht? Ich habe Angst. Fängst du wieder damit an? Ja, haben wir nicht genauso angefangen? Der Anfang und das Ende, du und ich. Wer bist du? Der Anfang oder das Ende? Ich bin der Anfang und du das Ende. Wieso sollte ich also aufstehen, bevor ich anfange, bin ich schon zu Ende? Du redest Unsinn. Du beleidigst mich. Das bedeutet nicht, dass du keinen Unsinn redest. Steh auf, ich habe eine Überraschung für dich. Auf Überraschungen kann ich verzichten. Ich will Sicherheit. Deshalb hast du Angst. Warum? Weil es keine Sicherheit gibt. Sie existiert nicht. Ach ja? Ja. Sicherheit kann es nicht geben. Sie ist nur eine Vorstellung. Also ändere diese Vorstellung. Dann ändert sich auch dein Zustand. Sicher? Sicher. Gut, dann stehe ich auf. Los. Ach, lass mal. Was? Ein andermal. Warum? Du. Was? Ich? Ändere du die Vorstellung und den Zustand. Nein, das musst du tun. Sag mir nicht, was ich tun muss. Du machst mich fertig. Du setzt mich unter Druck. Ich gehe. Leb wohl. Tschüss. Tschüss. Ich kann dich nicht einfach allein lassen. Aber du musst auch etwas tun. Ich habe doch gesagt, ich habe Angst. Verstehst du das nicht? Wovor hast du Angst? Jetzt rede endlich. Nenn mir einen konkreten Grund. Ich habe Angst vor der Zeit. Vor der Zeit, die vergangen ist, vor der Zeit, die noch kommt. Vor dem Damals, dem Als, dem Nachdem, dem Nie, dem Dann. Dieses Dann macht mich verrückt. Es erfüllt mich mit Unruhe. Unerträgliche Unruhe, lähmende Unruhe. Es erdrückt mich. Ich ertrage dieses Dann nicht. Das macht mir am meisten Angst. Dieses Dann. Die Versprechen, die Absagen, die Enttäuschungen, die elenden Hoffnungen, die so sind wie der Phönix. Sie sterben nie und wenn sie sterben, erstehen sie wieder auf. Sie sterben und erstehen wieder auf, sterben und erstehen wieder auf. Genau davor habe ich Angst. Ich habe Angst um mich und Angst um dich. Lass mich da raus. Rede nur für dich.
Ich glaube nicht an die Hoffnung. So ist das. Sie beunruhigt mich. Was soll das sein, Hoffnung? Zu hoffen bedeutet, ich existiere irgendwo in der Zukunft. Ich existiere also nicht in der Gegenwart. Ich existiere in der Gegenwart nicht, weil ich auf die Zukunft warte. Die ungewisse, inexistente, imaginäre Zukunft. Denn es gibt ganz einfach keine Zukunft. Sie existiert nicht, Punkt. Die Zukunft stellen wir uns vor. Verstehst du? Nein, aber rede weiter. Auch die Vergangenheit gibt es nicht. An die Vergangenheit erinnern wir uns nur, sie ist vorbei, weg. Sie ist jetzt nur noch ein Bündel von Erinnerungen, mehr nicht. Mehr nicht? Mehr nicht. Nach eingehender Analyse gibt es nur die Gegenwart. Aber wie kann man ohne Vergangenheit eine Gegenwart haben? Man kommt doch von irgendwoher dort an, wo man jetzt ist. Und doch, und doch. Und doch was? Ohne Vergangenheit, ohne Zukunft, nur in der Gegenwart, im Hier und Jetzt, genau so, so fühle ich mich ganz ruhig. So habe ich keine Angst, so fühle ich mich frei. Die Unruhe verschwindet, sie löst sich auf. So als ob du in der Luft hängst, ohne Vergangenheit und Zukunft. Ja, genau so. Nur, dass ich nicht in der Luft hänge, das sind deine Worte. Ich bin vollkommen geerdet, in der Gegenwart. Na dann? Na dann. So. So. Oh, irgendetwas stimmt nicht. Was denn? Ich verliere mich. Wie meinst du das? Mir ist schwindelig. Ich löse mich auf. Hoffentlich passiert mir nichts. Ich habe Herzrasen. Ich werde sterben. Keine Sorge. Eine Panikattacke. Hol Luft. Ganz tief. Ich kann nicht. Hol tief Luft. Und denk an nichts anderes. Ich sage doch, ich kann nicht. Hol Luft. Nur ein wenig. Ich kann nicht. Hol einmal tief Luft. Atme durch die Nase ein, durch den Mund aus. Los, versuch's. Es geht nicht. Dann stell dir vor, du holst Luft. Schließ die Augen und stell dir vor, du atmest. Mein Gott, was war das denn? Wie gesagt, eine Panikattacke. Schon wieder? Wie immer, wenn du nicht weiter weißt. Aber ich hatte doch eine Lösung gefunden. Das war keine Lösung. Und nun? Der Atem der Freiheit. Nur so entkommst du dem anderen. Welchem anderen? Dem, was dir Angst macht. Dem, was dir den Atem nimmt. Aber jetzt geht es mir gut. Siehst du? Du musstest nur einmal kurz durchatmen und die Angst ist verschwunden. Ich habe sie besiegt. Bis zum nächsten Mal. Atme noch einmal ein und aus. Und noch einmal. Genau so. Noch einmal. Und noch einmal. Zusammen.